Willkommen. Wien, willkommen. Was ist er like? Wow. Ja, jetzt? Ja, Wien, willkommen. Wien, willkommen. Honey, honey. Stay, Wien, willkommen. Hey. Wien, willkommen. Look, 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 look. Hey, look, I'm a good actor. Wien, willkommen. Wow! Wuhu. Und wir sind sogar schon da! Nämlich bei Loda voll in die Eier. Immer am Ball. Der sympathisch gemeinten Promi-Dada-Soap über das Leben und Vergurken der intellektuellen Abseitsfalle Loda und seiner aufziehbaren Sprechpuppe Joanna. Und schon in den ersten Sekunden erkennen wir, so ist der vitale Weltfußballer und verhaltensauffällige Verstandsverweigerer aus dem Frankenland also wirklich ein begnadeter Schauspieler, verhinderter Philosoph und filigraner Frauenversteher, der sich auf sämtlichen internationalen Parketts so galant bewegt wie ein Eisläufer im Sandkasten. Sogar in der Modewelt kennt er sich aus, auch mehrsprachlich. Okay, so let's go. You can make a turn for me. Turn? Turn, 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 yes, okay. Sexy finde ich gut, ordinär finde ich wieder nicht so gut. Also oben den ganzen Busen rauszugucken, unten schon vielleicht unter den Rock zu gucken, das wäre jetzt nicht meins. Aber ich bin der Meinung, ich bin stolz auf Joanna. Sie hat eine sexy Figur, hat tolle Merkmale, wo die Männer auch hinschauen. Das stört mich nicht. Die Männer sollten sie angucken, das macht mich eigentlich stolz. Nein, keine Strumpfhosen. Hosen? Soll ich dir sagen, warum? Keine Strumpfhosen? Stilbruch. Wie streng. Ja, 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 aber es ist so kalt. Ja, ist egal. Wer schön sein will, muss leiden. Kennst du diesen Spruch auf Deutsch? Wer schön sein will, muss leiden. Ja, ja, we have the same, yeah? Okay. Okay, then let's go. Key is with you. Merkmale an sich finde ich gut. Ich habe ja auch welche, worauf die Frauen gucken. Also dickes Auto, Brieftasche, Pferdegebiss. Man nannte mich ja den Blöd Beauty von Bulgarien. Ja. Aber jetzt zu viel finde ich nicht gut. Also den Lümmel schon rauszugucken, von unten ins Portemonnaie gucken, Geldscheine um den Bimmel wickeln, das wäre jetzt nicht meins, weil das wäre Stilbruch. Ja. Aber die Joanna, die hat schon Merkmale, auf die, wo wir Männer gucken. Da bin ich auch stolz drauf. Die waren ja auch teuer. Aber die gehörten bei ihren Polen auch zur Ausbildung. Sie hat ja einen Magister in Unterwäschemodeln und Dessous-Tragen. Und in Didologie, Selegonismus und Verkehrskunde hat sie sogar promoviert. Mhm. Soweit habe ich das nicht gebracht. Aber bei uns hieß es auch immer, wer schlau sein will, muss lernen. Und das war nicht so mein Ding. Nee. Aber dafür kann ich Tore schießen und Eier graulen, schaukeln und braten. Sie wollte böse Internetgerüchte richtigstellen. Sie wollte ihre Situation erklären, obwohl ihr scheinbar gar nicht so wichtig ist, was andere über sie denken. Das ist auch jedem selber überlassen, was er für ein Gefühl hat, wenn er nicht in der Öffentlichkeit sieht. Trotzdem versuchte sie mit einem Buch Meinungen über sich in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Die früher bewunderte First Lady erntet dafür allerdings vernichtende Kritik. Bettina Wulff wird geahnt haben, dass sie für Gesprächsstoff sorgen würde. Klar, sie wollte mit dem Internetgerücht aufräumen, sie sei früher mal als Escort-Lady tätig gewesen. Aber warum musste es unbedingt ein Buch sein? Warum begibt sich eine Frau, die sich darüber beklagt, dass die Medien sich in viel zu viele Dinge einmischen, selbst wieder in die Schusslinie? Warum wird sie in einigen Dingen so privat und gibt sich gleichzeitig so distanziert gegenüber ihrem Mann? Nun, ich möchte an dieser Stelle noch einmal Folgendes richtigstellen. Ich habe Google verklagt, rein zufällig, 2 Tage vor der vorgezogenen Buchveröffentlichung. Ich war selber ganz überrascht, weil da immer so unschöne Suchbegriffe aus dem Pfui-Bereich bei mir erschienen sind. Und nicht, was da eigentlich hätte stehen müssen, wie zum Beispiel Bildschön, Bestseller-Autorin oder tolle selbstständige Frau mit super Tattoo und komischem kleinen Mann mit Kastenbrille. Aber die hast du mir doch selber ausgesucht, mein Schatz. Ja, weil sie dir so gut steht. Ja. Aber du sollst mich auch nicht mehr so laut Schatz nennen, nicht? Ach so, ja. Und stell dich bitte 2 Meter hinter mich. Wir haben gerade eine schwierige Phase, das weißt du. Ja, ja. Entschuldigung, ich wollte auch nur sagen, dass der Abwasch fertig ist. Ja, ja, ja. Ich rede gerade über ein sehr wichtiges Thema. Mich. Ach. Und wie ich unter all dem fiesen Luxus gelitten habe neben dir. Und übrigens, hast du in deinem Buch auch erwähnt, wie gut ich mich immer um den Haushalt kümmere? Ja, jetzt schon. Mhm. Aber damals, als zum Beispiel dieser Herr Obama mit seiner Frau im Schloss zu Besuch waren, ne, da hast du den Abwasch einfach stehen lassen. Ja. Immer musste ich mich nach deinem Terminkalender richten. Ja, darf ich das Buch eigentlich auch mal lesen? Ja, sicher, sicher. Irgendwann mal, wenn es nicht mehr andauernd vergriffen ist überall. Na gut, du wirst ja schon nichts Schäbiges über mich geschrieben haben, oder? Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei mir. Wie Sie vielleicht gehört haben, soll mein unglaubliches Leben bald verfilmt werden. Die Vroni wird meine Rolle haben. Wir wissen dann nur noch nicht, wer die Ferris spielt. Das ist ganz komisch. Im Klo hat wohl irgendwer versucht, dein Buch runterzuspülen. Ja, bestimmt der Günther Jauch oder irgend so ein Schurke. Ich habe mal reingeguckt. Also so toll komme ich da gar nicht weg, finde ich. Ja. Würmchen, ich habe dich zwar ganz gern, wirklich, aber ich kann auch nicht lügen, nicht? Das bin ich meinen Lesern schuldig. Und wie oft hast du dein komisches Bundespräsidentenamt auch einfach über meine Wünsche als Frau gestellt? Ja, tut mir leid, ja. Aber jetzt haben wir ja ganz viel Zeit für uns. Wir können kuscheln und Tee trinken und Kanaster spielen. Ja, ja, das ist ganz wunderbar, ja. Ja. Du, sag mal, warum stehen eigentlich deine Koffer im Flur? Mhm. Ach, nur so, aus Zufall. Weißt du, wenn wir wieder glücklich sind, dann können wir ja vielleicht ein kleines Comeback in ein paar Fernsehshows machen. Sowas wie Frauentausch zum Beispiel. Ja, Männertausch könnte ich mir ja eher vorstellen. Ja. Oder das perfekte Promi-Dinner in Großburg-Wedel. Oder du gehst mit mir zu Mein Mann kann. Ja, okay, den Vorschlag ziehe ich vielleicht besser zurück. Entschuldigung. Klebestreifen. Klebestreifen. Habt ihr sowas da? Dieser? Wisst ihr wieso? Weil die Gäste müssen ja wissen, wo sie hin müssen. Habt ihr dieser Streifen? Super, danke. Das gibt nämlich auch ein WC in der Wohnung. Und da ich nicht jedem zeigen will, wohin, sieht er eigentlich, wenn er reinkommt in die Wohnung, sieht er eigentlich gleich, wo er hin muss, wenn er irgendwo Bedürfnisse hat. Danke. Kann man abreißen, oder? Hopp. Danke. Das war schon. Ja, gut zu wissen, wo man hin muss, wenn man bei Lothar Bedürfnisse hat. Aber aufgepasst, da, wo nur junge Frauen aus Osteuropa in einer Schlange stehen, ist nicht immer die Toilette. Ja, Dribbler, Fummler, Weltenbummler. Das ist unser Loda, der sympathische Soziopath mit chronischer Kameranymphomanie. Irgendwo zwischen Überbiss und Unterbelichtung. Und, wie man in dieser Szene sofort erkennt, gelernter Raumausstatter. Klebestreifen, Klebestreifen. Denn wenn Sie als sein Gast nach einer Linie Joghurt und 20 Austern mit Ketchup unbedingt mal ganz dringend in den großen weißen Keramik-Telefonhörer sprechen wollen, dann wär's ja schon schön, wenn Sie die richtige Tür nehmen. Ach ja, und Loda, noch ein kleiner Tipp. Wenn du dir schon einen Klebestreifen leihst, dann nutz ihn in Zukunft doch bitte vernünftig, okay?